Herzlich willkommen am Campus von SOTV. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer heutigen Sendung begrüßen. Wir Studierenden der Pädagogischen Hochschule Salzburg haben uns in den letzten Wochen mit dem Thema Grenzen auseinandergesetzt. Dieses Thema ist sehr facettenreich, doch wir haben uns einiges dazu einfallen lassen. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema Grenze zwischen Leben und Tod. Danach wird das Thema Abhängigkeit behandelt. Ein weiterer Beitrag lautet Schönheit. Wo liegt die Grenze zwischen Realität und Täuschung? Die nächste Gruppe hat sich mit der Frage, wo liegt der Reiz bei einem Studium im Ausland, beschäftigt. Und das letzte Thema lautet persönliche Grenzen, Nähe und Distanz. Kommen wir zurück zu unserem ersten Beitrag, Grenze zwischen Leben und Tod. Jeder von uns wird mehr oder weniger mit diesem Thema konfrontiert. Doch wie fühlt es sich an, wenn man tagtäglich damit zu tun hat? Heute befinden wir uns im idyllischen Örtchen Eugendorf. Zu Besuch ist Kerstin Thalhammer, die als Krankenschwester im Landeskrankenhaus Salzburg tätig ist. Heute zu Gast bei mir ist Kerstin Thalhammer. Sie ist Krankenschwester im LKH Salzburg. Hallo Kerstin. Hallo Sarah. Ich werde dich nun einige Fragen zum Thema die Grenze zwischen Leben und Tod fragen. Kein Problem, leg los. Also die erste Frage, die uns beschäftigt hat. Wurdest du schon einmal mit dem Tod konfrontiert? Ja, natürlich, da im Krankenhaus auch Sterbefälle eintreten. Wie fühltest du dich danach und welche Emotionen beschäftigten dich danach am meisten? Natürlich, wenn ein Patient stirbt, ist das natürlich sehr tragisch und man fängt an, über den Tod nachzudenken und sich gewisse Fragen zu stellen. Das ist natürlich klar. Am meisten haben mich beschäftigt die Emotionen von den Angehörigen, einfach die Trauer, die sie sorgen. Und man wird dann natürlich selber auch traurig, weil man nimmt die Emotionen ja auf. Ja. Konntest du das Berufliche vom Privaten trennen? Ja, kann ich, da ich wirklich gute Kollegen habe und eine gute Familie und wir reden sehr viel drüber und einfach, man kann sich besser abgrenzen, wenn man sich mit dem beschäftigt und wirklich drüber redet, dann funktioniert das. Also ist die Familie da sehr wichtig? Ja, wirklich, dass man überhaupt mit dem drüber reden kann und sie wirklich damit abschließen kann sozusagen. Okay. Welcher Fall traf dich denn am meisten? Meine erste Patientin, die bei mir gestorben ist, die ich begleitet habe, die ist mir natürlich hängen geblieben im Gedächtnis, aber nicht negativ, sondern wirklich erfahrungsmäßig einfach. Also kann man sagen, dass es am Anfang ein bisschen schlimmer ist? Schlimmer würde ich jetzt nicht sagen, es trifft dann einfach mehr, weil man, wenn man selber noch nie was mit dem Tod zum Tag gehabt hat, weiß man einfach nicht, wie man umgehen soll damit. Aber man kann, wenn man gut ist, daraus lernen und das soll man machen bei uns, weil das einfach bei uns so ist, dass auch wer stirbt. Mhm. Und die letzte Frage, kann man den Umgang mit dem Tod denn lernen? Ich finde, den Umgang mit dem Tod kann man nicht lernen. Ich finde, es hat viel mit der Einstellung zum Tod. Wenn man schon, den Tod verbindet man immer mit etwas Schlechtes. Wenn man schon mit einem negativen Gefühl sozusagen hingeht, dann ist das natürlich gleich was anderes, als wenn man sagt, okay, man begleitet den Patienten jetzt, man holt das Beste raus, man hilft ihm so gut, wie es geht und einfach den Weg zu begleiten, so gut es geht und das positiv zu sehen. Einfach, dass er dann erlöst ist sozusagen. Okay, danke Kerstin für das schöne Interview. Das Thema ist nicht so einfach, aber danke. Gerne. War es schwierig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ja, es war sehr schwierig, denn das Thema Tod ist ein sehr vielseitiger Begriff und jeder hat andere Ansichten über dieses Thema und es war sehr schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie seid ihr auf das Thema gekommen? Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, welches Thema wir nehmen könnten. Und wir haben dann so diskutiert und haben uns überlegt, was das Schwierigste aller Grenzen sein könnte. Und da sind wir dann auf das Thema Grenze zwischen Leben und Tod gekommen. Okay, danke. Danke. Tagtäglich gibt es neue Todesfälle auf der Welt aufgrund von Ecstasy, Kokain oder anderen härteren Drogen.
Doch wie sind die Opfer überhaupt zu dem Punkt gekommen, an dem sie nicht mehr stoppen können? Auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage haben wir jemanden getroffen, der uns genauer berichten kann, wo die Grenzen der eigenen Abhängigkeit liegt und wie schwierig es ist, diese überhaupt zu erkennen. Sehen Sie jetzt unseren Beitrag zum Thema Grenze zur Abhängigkeit. 2014 sind in Österreich 122 Leute aufgrund von Drogenkonsum gestorben. Das durchschnittliche Sterbealter lag dabei bei 36,1 Jahren. Doch wie viele Österreicher nehmen eigentlich Drogen? 20-40% der jungen Erwachsenen haben schon einmal Cannabis probiert. 2-4% Ecstasy, Kokain und Amphetamine. Doch dabei muss man auch bedenken, dass viele Leute nicht zugeben, Drogen zu nehmen. Wir haben jemanden gefunden, der uns von seinen eigenen Erfahrungen mit Drogen berichtet hat. Aufgrund von einer schlecht laufenden Beziehung, wo es einfach körperliche und psychische Misshandlung einfach gegeben hat, und dann am Endpunkt von der Beziehung war halt mein Selbstwertgefühl ziemlich am Arsch. Am Ende der Beziehung bist du halt dann allein oder du hast halt einfach keinen Freundeskreis mehr um dich und dann ist es halt einfach angenehm, wenn du dann eben so wie ich halt dann zufällig auf eine Party kommst, wo du dann mit mehreren Freunden konsumierst und halt einfach eine schöne Welt irgendwie hast, einfach du feierst, dir geht's gut, du hast ein gutes Gefühl mit deinem Körper, alles ist nett um dich rum. Was hast du alles genommen? Halluzinogene Drogen, was mein Ding eher so war, waren halt eher Amphetamine, Ecstasy halt, man hat halt einfach alles probiert, bis halt auf Heroin und Crack. Oft werden Drogen zwecks billigerer Herstellung noch gestreckt, was massive gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Kokain ist nur zu ca. 31% rein, also nicht gestreckt. Bei Amphetaminen sind es sogar nur 10%. Aber auch in reiner Form können Drogen zu schockierenden Erlebnissen führen. Ich denke mal, man hat oft solche Zustände, wo man denkt, oh mein Gott, ich bin noch gar nicht so dicht und kannst aber schon immer gerade stehen, was man eben beim Alkohol auch oft hat. Und was ich dann mitgekriegt habe, waren halt einfach Menschen, die was zu viel konsumiert haben und aufgrund dessen halt dann einfach einen Horrortrip geschoben haben oder da waren halt einfach wenig Schlaf über 3 Tage und dann kommt wer her und stresst dich und dann denkst du, die will wieder umbringen. Eine Sucht zieht viele Konsequenzen mit sich. Sowohl psychisch, physisch, sozial als auch wirtschaftlich wirkt sich eine Sucht negativ aus. Ich habe irgendwann mal auf einem gewissen Punkt für mich gemerkt, dass es einfach langweilig ist, jeden Tag irgendwie Glücksgefühle anhand von irgendwelchen Pillen oder Substanzen irgendwie zu kriegen und einfach gerade Freundeskreis, es war einfach, es hat sich alles immer nur mit Drogen gerade. Nicht nur Drogen wie Ecstasy, Amphetamine und Kokain führen zu Abhängigkeit. 200.000 Österreicherinnen und Österreicher neigen aktuell zu exzessivem Alkoholkonsum. Im Jahr 2000 tranken die Österreicher im Schnitt 13,7 Liter reinen Alkohol pro Kopf. Diese Menge ist zum Glück leicht rückläufig. Es ist oft schockierend leicht, die Grenze zur Abhängigkeit zu überschreiten. Deswegen sollte man sein eigenes Konsumverhalten immer kritisch betrachten. Wie ist es euch bei der Erarbeitung eures Beitrags ergangen? Im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen. Die Infos finden war eigentlich das Leichteste davon. Die passenden Bilder finden war schwieriger, weil man natürlich selber welche machen muss oder im Internet welche findet. Zusammenschneiden war relativ viel Arbeit, das war eigentlich der Großteil der Arbeit. Genau. Mhm. Wer kennt das Problem nicht, sich ständig mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist schön? Täglich ist man mit Schönheitsidealen konfrontiert. Doch wie ernüchternd ist es zu erkennen, dass die Realität der Massenmedien täuscht. Schönheit, wo liegt die Grenze zwischen Realität und Täuschung? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat. Soziale Medien begleiten vor allem Jugendliche täglich durch ihren Alltag. Die sozialen Netzwerke dienen aber längst nicht mehr nur der Kommunikation mit anderen. Im Minutentakt werden neue Bilder, Fotos und Videos hochgeladen und gepostet. Diese Posts verleiten Jugendliche, sich zu vergleichen. Jedoch lassen sich viele von diesen scheinbar perfekten Beiträgen täuschen.
Die einzelnen Schritte bis zu diesen Posts sind für Außenstehende nicht erkennbar. Sichtbar ist am Ende nur die perfekte Inszenierung. Fühlen Sie sich durch die Darstellung von Schönheit in den Medien im täglichen Leben beeinflusst und inwiefern? Ich denke, der Einfluss ist schon da, weil man rundherum eigentlich mit Werbung und immer Medien konfrontiert wird. Aber ich denke, man sollte da im Hinterkopf haben, dass in der Werbung halt sehr viel beschönigt wird und retuschiert wird und anders dargestellt ist, und das spiegelt dann eigentlich die Realität wider. Also ich finde schon, dass ich stark von den Medien beeinflusst werde und von der Werbung, da man überall Schönheitsideale sieht, schlanke, große Frauen, und das eben ein Idealbild der Frau zeigt. Und man darauf hingewiesen wird, dass nur eine schlanke Frau schön ist. Also ich glaube, ich persönlich fühle mich nicht beeinflusst, aber meiner Meinung nach beeinflusst das Fernsehen, die Medien sehr viele Leute. Und das ist ein Problem, weil man einfach durch diese Schönheit, die gezeigt wird, mehr auf die Menschlichkeit vergisst. Und ist, glaube ich, der größte Fehler in unserer Gesellschaft. Frau Magister Schenk, Sie arbeiten im Bereich Schulpsychologie und Bildungsberatung, und denken Sie, dass Jugendliche zwischen ungefähr 13 und 20 Jahren besonders von den Schönheitsidealen in der Medienwelt beeinflusst werden? Also bis zu einem gewissen Grad, denke ich, gibt es da schon einen Einfluss, aber ich denke, dass für Jugendliche in dem Alter wesentlich wichtiger der Einfluss der Peer Group ist. Das heißt, für Jugendliche ist es ganz wichtig, zu einer Gruppe dazuzugehören, und da passen sie sich ganz stark an. Die Schönheitsideale, vielleicht in der Bedeutung, wie sie früher waren, sehe ich eigentlich in dem Ausmaß nicht mehr. Also ich habe sehr viel Kontakt zu Jugendlichen, aber dass so bewusst jemand einem Ideal nacheifert wie einer Schauspielerin oder einem Model, so wie das vielleicht früher war, das ist eigentlich relativ selten, fällt mir persönlich auf. Okay, vielen Dank. Lasst euch nicht täuschen und seid mit euch selbst zufrieden. Sarah, wie ist es euch denn ergangen beim Erstellen eures Beitrages? Beim Erstellen unseres Beitrages ist es uns im Großen und Ganzen gut gegangen. Das Schneiden der Videosequenzen war eigentlich am meisten Arbeit vom ganzen Beitrag. Besonders aufschlussreich fanden wir die Straßeninterviews, weil eben so viele verschiedene Meinungen vorkamen. Dankeschön. Wir haben uns die Frage gestellt, wo die Grenze zwischen Freiheit und Einschränkung in der Erziehung liegt. Wir haben uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und dazu einen Beitrag für Sie zusammengestellt. Gerade in der Erziehung ist es oft eine Herausforderung und ein Streitfaktor, zwischen den Eltern und Kindern Grenzen zu setzen, ohne die Kinder dabei in Watte zu packen oder ihre Freiheit dabei einzuschränken. Dazu haben wir eine Volksschulpädagogin gefragt. Derzeit ist sie Professorin an der Pädagogischen Hochschule Salzburg und selbst Mutter einer Tochter. Frau Professor Niederreiter, wenn Sie an die Erziehung Ihrer Tochter denken, gibt es in Ihrer Familie Erziehungsregeln? Ja, selbstverständlich gibt es Erziehungsregeln, die auch ziemlich klar dargelegt oder abgesprochen sind zwischen den Mitgliedern in der Familie und die aber auch nicht immer ganz klar eingehalten werden. Okay. Wie sprechen Sie sich mit Ihrem Mann ab? Gibt es ab und zu Unstimmigkeiten? Ja, die gibt es natürlich auch. Also das Absprechen funktioniert manchmal sehr spontan. Manches Mal auch nur über Blickkontakt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt etwas sehr Wichtiges zu entscheiden, dann reicht sozusagen der Blick auch hinüber, damit ich da Zustimmung finde oder umgekehrt. Aber so die Grundtendenz, die Grundregeln, wie wir sozusagen, worauf wir Wert legen, die sind abgesprochen. Beeinflusst Ihr pädagogisches Wissen Sie in Ihrer Erziehung? Gute Frage. Grundsätzlich ja, aber sobald die Emotionen mit an Bord sind, ja, vergisst man manches Mal also so diese pädagogischen Grundregeln und merkt, wie schnell es geht, dass man da besonders gut aufpassen muss, nicht in ein akutes Handeln zu verfallen. Also da hilft es mir dann natürlich schon.
mich zurückzunehmen, bis 10 zu zählen, herunterzukommen, zu merken, ich bin die Erwachsene, ich habe darauf zu achten, dass ich eben nicht in diesen Emotionen, die sehr stark sein können, verloren gehe. Können Sie sich an eine Situation erinnern, an der Sie an Ihre Grenzen gestoßen sind? Mehrere. Ich kann mich an mehrere Situationen erinnern. Ist natürlich jetzt sehr persönlich, wenn ich das erzähle, aber eine gab es, wo ich dann abgerauscht bin, mich auf der Toilette eingesperrt habe, damit ich mich wieder runterholen kann. So hat sie mich an meine Grenzen gebracht, mit 4 Jahren, glaube ich. Wo ich mir gedacht habe, wenn ich mich jetzt nicht rausnehme aus diesem Disput, dann kracht's. Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen? Schwierige Frage. Ich denke, dass die Art der Art und Weise, wie ich es bislang gehandhabt habe, eine gute Art und Weise ist, vielleicht in manchen Situationen mich noch ein bisschen stärker im Griff zu haben, könnte auch nicht schaden. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde ich es nicht ändern. Würden Sie der Aussage zustimmen, dass eine Grenze in der Erziehung ein schmaler Grat zwischen Einschränkung und sich selbst überlassen sein ist? Ja, definitiv. Also wirklich immer so diesen Weg zu finden, dieses Paradoxon so ein bisschen einzuhalten. Eigentlich lasse ich sie los und möchte ich sie ja selbstständig machen. Andererseits umfange ich sie und möchte sie festhalten. Und da diesen Weg zu finden, wie viel schränke ich ein, wie viel lasse ich zu, wie viel gebe ich ab, ist eine Gratwanderung und die darf man auch immer wieder aufs Neue überdenken und ist immer wieder eine Herausforderung, ist aber auch eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Wie wir gerade gehört haben, sind Grenzen und Regeln in der Erziehung notwendig. Wichtig ist es jedoch, einen guten Mittelweg zu finden, ohne sein Kind in Watte zu packen und die Freiheit zu bewahren. Eltern sollten ihren Kindern die Chance geben, möglichst viele eigene Erfahrungen zu machen. Welche Regeln man für gut und richtig empfindet, kann jeder individuell entscheiden. Liebe Veronika, wie seid ihr auf das Thema Erziehung gekommen? Wir sind auf das Thema Erziehung gekommen, weil es ein Thema ist, was uns früher oder später alle selbst betreffen wird, entweder wenn wir Eltern sind oder Volksschulpädagogen und Pädagoginnen. Und Grenzen können uns Schutz und Sicherheit bieten, sie schränken uns aber auch ein. Und diesen Aspekt haben wir sehr spannend gefunden und wollten ihn aus der Sicht der Erziehung näher betrachten. Okay, danke schön. Im nächsten Beitrag seht ihr das Thema Landesgrenzen. Wo liegt der Reiz bei einem Studium im Ausland? Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Beitrag über Grenzgänge. Wir haben uns die Frage gestellt, warum junge Menschen das Bedürfnis haben, Grenzen zu überschreiten. Unter dem Wort Grenzen kann man vieles verstehen. Wir haben uns auf das Thema Überschreitungen der Landesgrenzen spezialisiert. In den folgenden Interviews nehmen Outgoings zu diesem Thema Stellung. Hier beim International Office der Pädagogischen Hochschule Stefan Zweig melden sich Studierende für einen Erasmus-Aufenthalt im Ausland an. In einem der 26 auszuwählenden Länder können sie ein Semester eine andere Kultur und ein anderes Land kennenlernen. Die Gründe und Motivationen der Studierenden dafür sind unterschiedlich. Von einer neuen Sprache lernen, über neue Kontakte knüpfen, hin zu einem eigenständigen Haushalt führen. Warum hast du dich für einen Erasmus-Aufenthalt entschieden? Hast du damit nur eine Landesgrenze oder auch eine persönliche Grenze überschritten? Ich denke beides, eine Landesgrenze natürlich, weil Schweden ist zwar innerhalb in Europa, aber es ist trotzdem ein weiter Weg. Eine persönliche Grenze auch, da wir eine Zeit lang ohne unsere Familie sein werden und selbstständig sein werden und auf eigenen 2 Füßen stehen. Und es wird aber dadurch, dass wir zu zweit sind, ist es vielleicht besser und wir werden nicht so leicht Heimweh bekommen. Annalena und Stefanie gehen für 3 Monate nach Schweden, um dort an der Universität zu studieren. Als angehende Lehrpersonen kann man sich vom skandinavischen Schulsystem einiges abschauen, da es dem österreichischen um einiges voraus ist. Was ist der Reiz dabei und wo liegt deine Motivation?
Also für mich war der Reiz sehr groß, da ich sehr interessiert an einer anderen Sprache war. Ich habe mich dann für Schweden entschieden, weil ich den Norden sehr gerne mag, von der Kultur, der Gesellschaft und auch von der Natur. Und besonders gespannt bin ich jetzt natürlich auf das skandinavische Schulsystem. Warum hast du dich für einen Erasmus-Aufenthalt entschieden? Ich habe mich entschieden, nach England zu gehen, weil mich das Land sehr interessiert und die Sprache, die Kultur. Außerdem habe ich dort schon ein paar Freunde, die ich gerne besuchen würde. Und es interessiert mich, wie das britische Schulsystem aussieht und wie man das gut mit dem österreichischen vergleichen kann. Danica wird für 3 Monate in York leben und neue Erfahrungen sammeln. Was ist der Reiz und wo liegt deine Motivation? Meine besondere Motivation, nach England zu gehen, ist die, dass ich mir auch vorstellen könnte, eines Tages nach Abschluss des Studiums auch in England zu unterrichten. Und deswegen würde ich mir gern vor Ort eine genaue Meinung bilden. Wo glaubst du, werden Schwierigkeiten auftreten und wovor hast du Angst? Ein bisschen Angst habe ich davor, wie ich mir das Ganze finanzieren soll. Ich werde mir zwar im Sommer arbeiten und habe mir auch schon etwas angespart, aber dennoch ist England sehr teuer im Vergleich zu Österreich. Und es ist sehr schwer, eine Wohnung zu finden, da auch die monatlichen Mietpreise sehr hoch liegen und sogar das Essen und die Lebensmittel sind sehr kostspielig. Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen, Corinna? Also, wir haben uns mit dem Thema Landesgrenzen beschäftigt, weil 2 von unserer Gruppe sich dafür entschieden haben, nächstes Jahr im Ausland zu studieren und ein Auslandssemester zu absolvieren. Und es war für uns sehr interessant, einfach zu erfahren, was denn die Gründe für so ein Studium im Ausland sind. Und wie ist es euch bei der Erarbeitung gegangen? Ich muss sagen, bei der Erarbeitung ist es uns sehr gut gegangen. Vor allem die Interviews haben uns sehr viel Spaß gemacht. Und es war einfach sehr interessant, was das Thema so mit sich bringt und vor allem die unterschiedlichen Gründe zu erfahren. Und im Endeffekt ist es, wie ich finde, jedem selbst überlassen, ob man sich für ein Studium im Ausland entscheidet. Wir haben uns in unserem Beitrag mit dem Thema persönliche Grenzen auseinandergesetzt. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie nah das mir jemand kommen darf. Und wir haben uns dazu ein wenig umgehört. Wer kennt das nicht? Volle U-Bahnen, Busse und Aufzüge. Oft stehen wir dicht an dicht mit unseren Mitmenschen. Eigentlich etwas ganz Alltägliches. Und trotzdem wird uns zu viel Nähe, vor allem mit fremden Menschen, schnell lästig. Salzburg im Sommer. Tausende Touristen strömen in die Altstadt. Ob beruflich oder privat, zwischen vielen Menschen ist es immer gut, sich seiner persönlichen Grenzen bewusst zu sein. So, ein Meter, ein bisschen näher, vielleicht 80 Zentimeter. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, ob man sympathisch ist oder nicht. Also, das kann ich generell nicht sagen, aber grundsätzlich schon so, dass man drei im Prinzip habe ich damit keine Probleme, manchmal ist Geruchsbelästigung schon. Also wenn einer noch Alk ausdünstet oder starker Knoblauchgeruch, das ist dann schon unangenehm. Aber sonst ist man die Nähe, ist wie es ist. Ja, ist logisch. Also da hat man ein anderes Nahe-Verhältnis, da gibt es Umarmung und ja, Körperkontakt, alles da. So schaut es für mich aus. Ich sage jetzt einmal ungefähr 1 Meter. Das ist jetzt so ein Richtwert. Wenn mein Mensch näher kommt, also ein fremder Mensch näher kommt wie 1 Meter, dann fühle ich mich ehrlich gesagt unwohl, beziehungsweise mache ich automatisch eine Spitze. Kommt auf die Situation drauf an. Kommt darauf an, ob ich jetzt schon aggressiv auf mich zugeht. So eine Situation haben wir schon öfters gehabt. Und da ist es so, wenn er mal näher wie so zurückkommt, dann wird es bei mir schon kippen. Also auf 10 cm, wenn er aggressiv zurückkommt. Wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch normal zurückkommt, dann stört mich das nicht wirklich. Aber sobald man einen aggressiv nah zurückkommt, er darf zwar schon näher zurückkommen, dann lasse ich ihn schon zurück. Aber sobald er aggressiv wird, muss er weggehen. Also es ist schon unangenehm, aber ich denke mal, wenn man weiß, der Bus ist gesteckt, voll ist dann, keine Ahnung, hat der Schüler da, dann ist das was anderes. Also dann kann man das Ganze schon akzeptieren. Im Bus? Ja, kann man es nicht vermeiden.
So aus Schülerzeiten, was ich da mitgekriegt habe. Da war das Menschen schön, dass war meistens so viel, dass nicht einmal mehr einsteigen muss. Ah, da geht's schon. Ja, ich denke mal, das sind Personen des Vertrauens, die kennt man und da weiß man auch, wie nah kann ich zu mir gehen, beziehungsweise die anderen wissen auch, wie nah kann ich dem kommen und wie noch nicht. Also das Familie, Freunde sind wieder was anderes wie ein Fremder. Sicher so auch, ja. Warum habt ihr euch für dieses Thema entschieden? Wir haben uns für das Thema entschieden, weil es im Alltag eine große Rolle spielt. Wir sind sehr oft damit konfrontiert, mit zu viel Nähe, zum Beispiel wenn man mit dem Bus oder mit dem Zug unterwegs ist. Und es spielt eine große Rolle. Und hat es euch Spaß gemacht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ja, es war sehr spannend. Also die Erarbeitung ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und es war sehr interessant, die unterschiedlichen Meinungen einzuholen bei den Interviews. Ja, dann vielen Dank. Ja, an unseren Beiträgen sieht man eigentlich, dass der Begriff Grenze sehr vielschichtig ist. Genau, das stimmt. Und ja, wir bedanken uns fürs Zusehen und schalten Sie bald wieder ein. Vielen Dank.